20. Spieltag der Easy Credit Basketball Bundesliga. Die Telekom Baskets Bonn verlieren mit 76-91 gegen Medi Bayreuth. Willkommen zur Pressekonferenz. Zu meiner Rechten begrüße ich Medi Bayreuth Head Coach Raul Korner. Herr Korner, Ihr Statement bitte zum Spiel. Ja, möchte zuerst einmal meiner Mannschaft ein riesengroßes Kompliment machen. Ich denke, dass wir eine sehr gute Reaktion auf das Gießen-Spiel gezeigt haben. Wir haben im Vorfeld gewusst und das auch betont, dass wir nur dann Spiele gewinnen können, wenn jeder abliefert und sich jeder am Spiel aktiv beteiligt mit einer entsprechenden Leistung. Das war heute der Fall. Wir haben heute, glaube ich, eine sehr geschlossene und auch über 40 Minuten sehr konstante Teamleistung gezeigt, die sich auch darin widerspiegelt, dass wir kein einziges Viertel verloren haben und am Ende die Partie sehr, sehr souverän, sehr abgebrüht nach Hause gespielt haben. Bin froh über die Leistung. Gleichzeitig stelle ich mir natürlich die Frage, wieso uns das nicht regelmäßig gelingt oder warum uns das nicht konstanter gelingt als heute. Aber gut, wir haben jetzt einmal einen Schritt gesetzt, es war aber nur ein Schritt. Das muss uns bewusst sein, wir sind aus dem Gröbsten noch nicht raus. Aber zumindest einmal jetzt eine Reaktion gezeigt und jetzt hoffe ich, dass auf diesen einen Schritt weitere folgen. Wir haben 91 Punkte erzielt, das ist schon eine Menge, aber würden Sie trotzdem sagen, dass der ausschlaggebende Punkt für Ihr Sieg war, dass Sie in der Defense, gerade in der Zone-Defense, einen wirklich herausragenden Job gemacht haben? Das war ein Teil dessen. Also ich denke schon, dass uns die Zone wieder mal, muss man sagen, geholfen hat. Diesmal war es aber nicht, um unsere inferiore Man-to-Man-Defense zu kaschieren, was zu Beginn der Saison der Fall war. Ich glaube, dass wir uns auf dem Gebiet mittlerweile gesteigert haben, sondern einfach um den Rhythmus des Teams zu brechen. Und nachdem wir auch wissen, dass Bonn nicht nur einen neuen Headcoach hat, sondern auch zwei neue Spieler zu integrieren hatte, bin ich davon ausgegangen im Vorfeld, dass sie nicht die meiste Zeit damit verwendet haben, an der Zonenoffense zu arbeiten. Das, denke ich, ist uns zugute gekommen. Alles klar. Dann vielen Dank, Herr Korner. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und auch viel Erfolg in einer weiteren Saison. Dankeschön. Und im zweiten Teil machen wir weiter mit Headcoach Will Vogt. Ja, wir kommen zurück zum zweiten Teil der Pressekonferenz. Die Telekom Baskets Bonn verlieren mit 76-91 gegen Medi Bayreuth. Welcome, Coach Will Vogt, to the press conference. Coach, your statement, please. Disappointing loss for whatever reason. I don't think we played with anywhere close to the intensity and focus that we need. It gave them confidence. So, the first half, I think, was really about that. Like, we made so many mental mistakes defensively, and then now they start believing that they can beat us, and credit to them. I mean, they played harder and more aggressively than we did the whole game. They deserve to win. Could you talk a little bit about the zone defense? It seems that, like, this type of defense gave you a lot of trouble throughout the whole game. They went to it a lot more in the second half. I don't think it was so much the zone as it was just our mentality. Like, we were not aggressive. We didn't start the game with an aggressive mentality. We had zero fast break points in the second half. It was a carryover of sort of our overall passiveness as a team. So I really don't think it was like a rhythm, issue with the zone as much as just our offensive mentality. All right. Thank you very much. Dann vielen Dank, Will Vogt, und damit beenden wir die Pressekonferenz.